Das Internet ist Teil unseres Alltags. Ob zu Hause, im Büro oder unterwegs. Was wenige wissen, Menschen mit Behinderungen nutzen das Internet ganz besonders häufig. Aber viele Webseiten sind für sie nicht zugänglich. Sie sind nicht barrierefrei. Um das zu ändern, veranstalten die Aktion Mensch und die Stiftung Digitale Chancen seit 2003 den BINE-Wettbewerb und zeichnen die besten barrierefreien Webseiten aus. Am 10. Dezember war es wieder soweit. Schönen guten Abend. Guten Abend. Ich begrüße Sie ganz herzlich im Namen der Aktion Mensch und der Stiftung Digitale Chancen zum BINE-Wettbewerb 2010 hier in Berlin im wunderschönen Café Moskau. Und das letzte seiner Art. Ich sage einfach nur herzlich willkommen, um es kurz zu machen. Denn wir haben ein volles Programm heute. Eine Biene in Bronze gewann der 1A-URL-Webcounter. Für mich war die Barrierefreiheit eigentlich zu Anfang da. Das heißt, als ich mich selbstständig gemacht habe, war das eigentlich ein Bereich, der mich am meisten interessiert hat. Und seitdem ist eigentlich alles, das, was ich anpacke, ist dann automatisch auch mit barrierefrei. Knapp 350 Gäste waren zur Preisverleihung gekommen. Sie feierten die Gewinner bis spät in die Nacht und tauschten Tipps und Tricks, um beim nächsten Mal vielleicht selbst eine Biene mit nach Hause nehmen zu können.